Wirbel nach der Zeit von Via Briss war nicht nur der 80er-Star in der Wiener Stadthalle, sondern auch in den Jahren zuvor. 1978 erstmals in Wien, das Stück Der Schatz im Silbersee mit der Besetzung aus Elspe, wo jährlich die Karl-May-Finnedu-Festspiele stattfinden. Via Briss ist von 1976 bis 1980 in Elspe nach langjähriger Pause seit seinen großen Erfolgen in den 60er Jahren wieder als Winnetou zurückgekehrt. Pierre Briss, sein Leben. Pierre Briss wurde am 6. Februar 1929 in der Hafenstadt Bré an der französischen Atlantikküste unter richtigen Namen Pierre-Louis de Bré geboren. Nach dem Willen seiner Eltern sollte der junge Mann nach abgeschlossener Schulausbildung eigentlich Architekt werden. Doch Abenteuer vom Fernsehen waren größer. Hier eine kurze Szene aus Winnetou 365. Pierre Briss am Wasserfall des Nationalparks bei den Blitzlichter Seen. Seines Erfolges begann 1962 in Berlin. Der erste Karl-May-Film, Der Schatz im Silbersee, wurde in 60 Ländern dieser Erde exportiert. Dann ging es Schlag auf Schlag. Der eigentliche Durchbruch war erst ein Jahr später. 1963 ging Winnetou 1 ins Rennen. 1964 wurde Old Shatterhand gedreht mit Lex Barker in der Titelrolle. Im gleichen Jahr wurde Winnetou 2 gedreht mit Karin Dohr und Klaus Kinski. Der fünfte Film aus der Winnetou-Reihe Hinten unter Geiern, einer der Hauptdarsteller Linse Wild, Götz Georgo. 1965 wurde Old Shatterhand gedreht. Hier drüben der Seite von Mario Girotti, der damals noch unter bürgerlichen Namen auftrat und heute als Terence Hill mit Bud Spencer große Erfolge erzielt. Im selben Jahr entstand der Übrigens mit Stuart Granger als Old Shatterhand. Danach entstand Winnetou 3, der filmische Tod Winnetou. Hier ein kurzer Ausschnitt für den unvergessenen Lex Barker. Dieser großartige Schauspieler starb am 7. Mai 1973 im Alter von 54 Jahren in New York. Er erlag auf offener Straße einem Herzversagen. Während der neuesten Begeisterung für Winnetou-Filme stand 1966 nach dem filmischen Tod Winnetou aus Hollywood Avalanche mit Uschi Glas. Stand der letzte Karl-May-Film, Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten. Im Gegensatz zu den Winnetou-Filmen war Pierre Briss auch in zahlreichen TV-Filmen zu sehen. Dieser Ausschnitt zeigt eine Szene aus dem TV-Film Die Mädchen im Weltall, der 1981 im österreichischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Trat Pierre Briss erstmals in der Wiener Stadthalle auf, hier bei einer Autogrammstunde nach einem seiner Auftritte 1980. Eine Jubelszene, die von den begeisterten Fans ausgelöst wurde. Circa 150.000 Besucher waren jedes Jahr live dabei. Der schlechte General. Der Fußballspieler Toni Wagner, der im Theater an der Wien beschäftigt ist, übernimmt in diesem Stück die Rolle des Sam Hogan, einen der besten Kubaner Winnetou. Übrigens ist Toni Wagner mit seinem Werbeslogan in Österreich schon überaus bekannt. Winnetous Kontrahent. Mother Fick, Winnetous Retterin vor dem Tod. Ausstattungsassistent Florian Dorn.
produzierte die Bühne für die Wiener Stadthalle. Die Jenbacher beim Block. Santa Mesa de Cobre, es steigt der Eisenbahn ein Schennerwind. Die Eisenbahnen, die Sieger verbrecherische Weise die vertraglich als Eigentum der Batschen anerkannten Heiligen Kupferberge anzueignen. Grüß dich Gott, Schennerwind. Willkommen in Santa Mesa de Cobre. Hoffentlich gefällt's dir bei uns. Danke für die Begrüßung, meine Herren. Was hatte denn vor, General, hier in Santa Mesa de Cobre? Nur keine Aufregung, meine Herren. Es wird euch schon nichts passieren. Was will denn der Gute? Das weiß ich. Was hast du, mein kleiner Sohn? Bist du traurig? Ich möchte auch einmal das Lager der Apachen. Und heute in Wien ist das drinnen lernen. Das wirst du noch früh genug. I
geht es dir, mein Kerlchen? Der Schellerin hatte schon seinen ersten Krach hinter sich. Doch der umsichtige Sam beruhigte die Lage wieder. Währenddessen begrüßte in den Bergen eine Militärgruppe unter General Trug einige mächtige Indianerhäuptlinge und Winnetou, der dort trotz innerer Bedenken an der Richtigkeit seiner Entscheidung einen Friedensvertrag zwischen Rot und Weiß unterzeichnete. Besucht er noch die Gräber seines Vaters und seiner Schwester. Er hält eine kurze Andacht, bis ihm Blutsbruder Old Firehand zu. Grüße dich, Winnetou, mein Blutsbruder. Oh, Mitbruder, zu den Gräbern meiner Schwester und meinen Vater. Sei gegrüßt, Winnetou. Sei auch du gegrüßt, Ilata. Die Weißen reden immer nur von Frieden. Ja, zu deinem Frieden. Heute die Latte überreicht dir, du ein Kopfgeldvertrag. Ich verstehe die Weißen nicht mehr. Was will dieser? Kennt er keinen Friedensvertrag? Ich glaube fast, die Weißen wollen uns alles kalbieren und noch Geld dafür. Nach dem Treffen mit die Latte kehrt Winnetou endlich in sein Lager zurück. Hier angekommen ist die Latte auch schon dort und versucht, Winnetou herauszufordern. Sieh mal, wen ich mitgebracht habe. Unseren Freund, den General. Was sagst du da? Der General, unser Freund? Ja, reg dich nicht auf, Winnetou. Ich habe mich aber aufzuregen. Wir hatten alle diese Kopfgeldplakate verteilt. Das warst doch du! Ich will nur ein Geschäft mit dir machen, Winnetou. Der Schellerin wollte auf billigste Weise, dem er Decken und Gasbären mitgebracht hatte, den Apachen die heiligen Kupferberge abhandeln. Doch Winnetou verweist den Schellerin verächtlich aus.